Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Trendmagazin Szenenfutter. In unserem Beitrag geht es um Schönheit und um schöne Models. Jedes Jahr werden ja Dutzende von Wettbewerben durchgeführt, da werden Mister und Miss gewählt, Gesichter und Bodies, Kings und Queens. Einer der bedeutendsten Wettbewerbe ist allerdings die Ausscheidung vom Top Model of the Year. Am vergangenen Donnerstag hat die Schweizer Ausscheidung stattgefunden und wir haben Sandra Wagner aus Litau, wo dort als Favoritin gesetzt worden ist, beobachtet. Und ob sie am Finale noch Seoul gehen können, das sehen wir gerade jetzt. Das ist die 17-jährige Sandra Wagner aus Litau mit ihrem Freund Sascha Erbolani. Die beiden sind seit einem Jahr zusammen. Sandra ist zurzeit im ersten Lehrjahr. Sie macht das KV auf der Immobilien-Treuhandbranche. Es war der Chef von Elite, der John Casablanca, höchstpersönlich, der Sandra entdeckt hat und ihr vorgeschlagen hat, am Model of the Year teilzunehmen. Dieser Wettbewerb gilt als einer der wichtigsten Sprungbretter für eine wirkliche Modelkarriere. Jedes Land schickt im Herbst seine Siegerin nach Seoul am Weltfinal. Zuerst aber muss Sandra die Hürde der Schweizer Ausscheidung in Lausanne nehmen. Am Donnerstag, den 10. August, war es soweit. Wir sind jetzt in Lausanne, direkt hinter dem Club Mad am Backstage-Eingang. Hier im zweiten Stock sind jetzt die 10 Finalistinnen für die Schweizer Wahl von dem Wettbewerb am Barat machen, am Schminken. Und da werden wir jetzt mal schauen, ob wir einige Bilder machen können. Und vor allem werden wir schauen, wie es der Sandra geht. Backstage im Club Mad in Lausanne und hinter dieser Tür findet in wenigen Momenten eine Pressekonferenz statt. Da schauen wir dann nachher noch schnell rein. Jetzt werden wir aber zuerst mal schnell schauen, wo unsere Mädchen sind. Hier über oben sind sie im zweiten Stock. 10 bildhübsche Mädchen, die jedes Männerherz höher schlagen lassen. Ich würde sagen, geht ihr mal voraus. Sandra, in wenigen Momenten geht es los hier in Lausanne. Wie habt ihr den heutigen Tag so durchgebracht, was habt ihr machen müssen? Also wir mussten um 11 Uhr hier sein, dann mussten wir eine Stunde warten und dann mussten wir zuerst üben laufen. Also nur wie wir müssen laufen, wodurch wir müssen laufen, aber das ist schnell gegangen. Dann haben wir Kleider probiert, Schuhe, dann haben wir Pause gehabt bis um 4 Uhr. Und hier sind wir hierher gekommen, schminken, frisieren, aber sind noch nicht ganz fertig. Und einfach etwa 80% steht so warten. Du bist schon fertig geschminkt jetzt? Ja, also wir dürfen nur ganz leicht geschminkt sein, wegen Natürlichkeit. Der Xavier Moreau von der Elite Paris, Ursula Knecht und der Urs Althaus von der Model Agency Option begrüßen die anwesenden Journalisten und informieren, wie der Abend soll ablaufen.
Jede Sekunde ist es soweit. Die Jury hat sich von der Beratung zurückgezogen. Und jeden Moment kommt aus, wer Schweizer Model of the Year wird. Die 10 Mädchen stehen also zur Wahl. Unsere Sandra, die zweite von rechts. Wird sie es oder wird sie es nicht? Hochspannung auch bei der Mutter von der Sandra, hier links im Bild, neben ihrer Mutter vom Freund Sascha. Gagnante à qui l'on souhaite de rejoindre le firmament des tops est Sandra Wagner. Unwahrscheinlich, also sie hat es tatsächlich geschafft. Sandra Wagner, 17 aus Litauen, auf dem ersten Platz. Topmodel auf der Jahr, Schweizer Ausscheidung, das heisst, sie geht nach Seoul. Wer hätte das gedacht? Unter 10 wirklich hübsche Mädchen. Und das ist ihre Ehrenrunde unter grossem Applaus jetzt hier im Club Mad in Lausanne. Schweizer Model of the Year, Sandra Wagner. Sandra, wenn man sich für so einen Wettbewerb anmeldet, dann hat man irgendwelche Hoffnung, irgendwelche Vorstellungen. Hättest du je gedacht, dass du gewinnst? Nein, ich hätte es nicht gedacht, nein. Und wie ist sie jetzt so? Super. Jetzt ist schon einige Aufregung losgegangen, erste Interviews, Fototermine und so. Geht es in diesem Stil jetzt weiter? Ich glaube schon, ja. Hast du schon feste Verträge oder feste Angebote, außer jetzt am 16. August als Weltfinale zu gehen? Nein, nur fürs Weltfinale. Inwiefern verändert sich dein Leben jetzt nach dem Sieg, hier jetzt mal mindestens in der Schweiz? Also ich habe das Gefühl, dass sich es gar nicht verändert, weil ich gehe jetzt mal aufs Seoul. Südkorea und dann komme ich zurück und dann mache ich die Lehre in Luzern. Hättest du denn jetzt während der Lehre überhaupt Zeit zum Modeln? Nein, ich glaube nicht, nein. Sie hat mich angelacht und war vorüber, da war so wenig geschehen. Der Freund Sascha überfragt, ob sich am heutigen Tag etwas verändert. Ich glaube nicht, ich mag das andere das gönnen und sie ist gut und unsere Liebe ist genug stark, um das zu überbrücken. Ich meine, die Stand schafft nie, ist ein guter Spruch und wir werden es irgendwie schaffen. Die Organisatorin vom Oben über die Chancen von Sandra am Weltfinale. Also ich hoffe, dass sie grosse Chancen hat. Ich meine, es sind doch 72 Mädchen, die hier mitmachen von der ganzen Welt. Und das ist natürlich eine grosse Konkurrenz, weil das sind natürlich auch Gewinnerinnen. Und aber ich glaube, dass sie doch die Chance hat, unter die ersten 10 zu kommen. Ich hoffe natürlich unter die ersten 3. Am liebsten die erste. In der Spinnenbar in Altdorf hat es einen Führungswechsel gegeben. Das wäre soweit eigentlich nichts Besonderes, wenn nicht ein bekannter Luzerner DJ dort am Werken wäre. Wir sind am Eröffnungsabend dabei gewesen. Trotz vielfältigem Angebot in Luzern und Zug gehen immer wieder Nachtschwärmer auch gerne mal auswärts in Ausgang. Wer es gerne bodenständig hat, ist bis vor kurzer Zeit in der Spinnenbar in Altdorf richtig gewesen. Seit die Spinne vor 3 Jahren umgebaut hat, ist es allerdings bergab gegangen.
Das liegt wahrscheinlich auch am Weggang von der berühmt-berüchtigten Spinne Terris, die früher den Laden geschmissen hat. Der Besitzer der Spinne, der George Bosser, hat sich etwas Neues müssen einfallen. Seit dem 1. August dieses Jahr hat er Moni Gull, bei uns bekannt, von der ehemaligen Garage eingestellt. Was macht sie, um dem Lokal wieder den alten Schwung zurückzubringen? Ich versuche das zu erreichen, also vor allem mit dem Sound, auch mit dem Personal. Also ich darf da wohl sagen, ich habe jetzt sehr gutes Personal. Und da bin ich sehr froh, das ist heute auch sehr wichtig, also vor allem im Nachtbusiness. Das ist sehr wichtig, also das ist ein grosser Anhaltspunkt, wenn man gutes Personal hat und eben auch den Sound. Und ich glaube, da sind wir schon auf dem richtigen Weg. Ob auf dem richtigen Weg oder nicht, wird sich zeigen. Auf jeden Fall hat Moni mal als erste Supportmaßnahme den Luzerner DJ Norbi Rutz verpflichtet. Er spielt noch bis Ende August und soll den Altdorfer so richtig einheizen. Die Frage ist nur, mit was? Bunden nach oben, von links nach rechts. House, aber auch Reggae, Oldies, Rock. Das ganze Programm eigentlich. Ein bisschen Stimmungsmusik, wenn ein bisschen Stimmung machen, dass die Leute Applaus haben. Der Kanton Uri ist ja nicht so ein einfaches Pflaster zur Musik machen. Turner haben so einen eigenen Musikgeschmack. Wie wirst du dem gerecht? Also, kann man bei dir auch wünschen oder bist du da flexibel? Also erstens komme ich natürlich hier von den Ländern, nicht gerade von Uri, von Nidwalden. Aber ich habe ein ziemlich grosses Plattensortiment und auch Polo Hofer zum Beispiel ist da im Sortiment, dass die Leute können wünschen können. Wenn es ganz schlimm kommt. Wenn es ganz schlimm kommt, sogar ein Ländler. Die Spinne wird sich müssen auf die Hinterbeine stellen, denn die Konkurrenz ist bereits im Anmarsch. Im Kanton Uri liebäugelt man nämlich mit einer Villa Wahnsinn, wo die Krise ebenso süß schmeckt. Wie heisst es so schön? Red Bull verleiht Flügel. Und genau das ist das Thema von unserer nächsten Reportage. Während der Sommerferien, unsere Stammzuschauer wissen es bereits, zeigen wir euch die besten Beiträge vom vergangenen Jahr und von den vergangenen Monaten. Im letzten Dezember ist das Red Bull als Energydrink legal in die Schweiz eingeführt worden. Wir haben dazu mal den folgenden Beitrag dazu getragen. Seit einigen Wochen kann man im Manor den Energydrink Redskin kaufen. Redskin ist somit der Vorbote von einer Energy-Drinkwelle, die uns in nächster Zeit wird überfluten. Seit dem 9. Dezember gibt es bei uns den bekannten Energy-Drink Red Bull exklusiv beim Denner. Obwohl der Verkauf von Red Bull bis zu diesem Zeitpunkt in der Schweiz verboten war, hat man auch hier in Luzern den Energy-Drink bereits gekannt. Tausende von Büchsen sind von Österreich importiert worden und haben so dem Getränk zu grossem Bekanntheitsgrad verholfen. So erklärt sich der Denner Verkaufsleiter René Taylor den grossen Erfolg mit dem Red Bull folgendermaßen. Gut, ich glaube, der Grund war schon, dass das Getränk verboten war in der Schweiz. Und wir haben jetzt exklusiv in der Schweiz das Produkt einführen können. Und ich glaube, das ist schon der Grund bei den Jungen, weil es verboten war, eigentlich jetzt jahrelang. Schlagzeilen gemacht hat das Red Bull vor allem, weil das Bundesamt für Gesundheitswesen in Bern eine Zulassungsbewilligung zuerst nicht erteilen wollte. Die Koffeinmenge sei zu hoch und der Stoff Taurin, der im Red Bull beigemischt wird, ist zu wenig erforscht. Man wüsste nicht, wie er sich auf das menschliche Hirn auswirke. Wir wollten wissen, was Taurin jetzt eigentlich ist und haben darum den Kantonschemiker Anton Thur gefragt. Taurin ist ein Abbauprodukt, wenn man so will, von einer essentiellen, also einer lebenswichtigen Aminosäure, Cystein. Und das kommt vor im Urin. Also Taurin kommt von Tauros, Stier. Man hat es zuerst hergestellt aus Ochsengallen, weil es dort an Gallensäure gebunden ist, das Abbauprodukt, und über die Nieren ausgeschieden wird. Ein weiterer Energydrink ist Guarana in Pulverform. Neben Taurin ist auch Guarana ein umstrittener Stoff in Sachen Aufputschmittel. Guarana ist zum Beispiel auch im Redskin enthalten. Guarana ist eine weitere Droge, die man im gleichen Rahmen muss aussprechen wie Kaffee oder Tee, die auch sich auszeichnet durch einen höheren Koffeingehalt. Es ist also auch dort ein anregendes Getränk, wie man sich verspricht, hauptsächlich wegen der Wirkung, wegen Koffein. Aber es ist absolut auch vergleichbar mit Tee oder Kaffee. Die aufputschende Wirkung, die Energydrinks vor allem mit Diskus bekannt gemacht hat, hängt also laut heutigem Wissen bloß mit dem Koffeingehalt zusammen. Nochmal der Anton Thur.
Es ist wahrscheinlich nicht zu erwarten, dass das eine andere anregende Wirkung hat als irgendein Kaffee oder Coca-Cola. Mittlerweile gibt es so viele Energy-Drinks, dass man leicht den Überblick verliert. Wir haben darum alle wichtigen zusammengetragen und für euch probiert. Zuerst das Red Bull. Eine Dose Red Bull hat 0,08 Gramm Koffein, 1 Gramm Taurin und 495 Kilojoule. Da mein nur persönliches Urteil über das Red Bull. Sehr süß, wie Gummibärli und Stierurin schmeckt man kaum. Als zweites im Test das Retzkin vom Manor. Eine Flasche Retzkin hat 0,05 Gramm Koffein, 582 Kilojoule und eine geheime Menge Guarana. Noch süßer, etwas ähnlich wie Hustensirup. Und unheimlich viel Kohlensäure. Das Guaraná-Pulver muss man zuerst anrühren. Man kann es zum Beispiel in einem Fruchtdrink beimischen. Mit einem Beutel mischt man 0,17 Gramm Guaraná ins Glas und rund 21 Kilojoule. Mein persönliches Urteil über Guaraná: Das Pulver schmeckt man gar nicht, auch ohne Werdendrink erfrischend und fruchtig. Und jetzt ein Blick in die Zukunft. Ein Energydrink, der demnächst bei uns auf den Markt kommt, ist das Ecstasy. Das ist momentan in Österreich der grosse Renner. In einer Dose Ecstasy sind beigegeben 0,06 Gramm Koffein, 0,1 Gramm Taurin und 3,13 Gramm Guaraná mit einer Energiemenge von 390 Kilojoule. Der Hersteller hat gegenüber LTV erklärt, dass die Bewilligung zum Verkauf in der Schweiz noch im Januar erwartet wird und Verträge mit einem grossen Getränkehändler kurz vor dem Abschluss stehen. Wie eine Verkältungsbrausetablette. Aber eins muss man sagen, all die Drinks, die haben richtig Power, richtig Kraft. Ich spüre schon richtig meine Power. Der heutige Ausgangstipp ist eine Freude für alle Techno- und Rave-Fans. Bei mir ist Carina Bravi nicht unbedingt eine Spezialistin für Techno, aber eine Spezialistin, wenn es um Veranstaltungen geht. Carina, um was geht's? Am 12. August, am Samstag, findet in Zürich wieder mal ein Street Parade statt, also ein Umzug für alle Techno- und House-Fans quer durch Zürich durch. Der Umzug wird begleitet mit verschiedenen Wegen, wo Techno-Sound läuft und auch verschiedene Sujets gesehen sind. Am Abend wiederum findet die Energy statt. Das findet im Hallenstadion statt, für alle Techno-Fans, die dort etwas weitermachen wollen. Und auch später noch verschiedene Haus- und Techno-Anlässe in ganz Zürich verteilt. Wir werden in Zürich an der Street Parade ebenfalls vor Ort mit einem Kamerateam dabei sein und im nächsten Szenenfutter darüber berichten. Zurzeit hat im Kino Leimlat in Luzern der Film Don Juan de Marco Premiere. Wir sind schon voll in unserem Kinotyp drin. Carina Bravin hat sich mit dem Film auseinandergesetzt. Um was geht es denn? Kannst du empfehlen, den Film? Ja, so unbedingt. Der Film ist gemacht worden oder produziert worden von Francis Ford Coppola, einem bekannten Produzent. So eine Geschichte gibt es sagen, Don Juan de Marco, das ist ein junger leidenschaftlicher Liebhaber, der verschiedene Frauen schon betört hat, dutzendeweise. Nur die Frau, die er eigentlich liebt, die kommt er nicht über. Dann entschließt er sich, sich zum Fenster raus zu rühren. Sie holt dann aber einen Psychiater, den Dr. Jack Mickler. Der Psychiater, der probiert ihm mit einer Analysesitzung, oder wie man dem mal sagen, ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, das zu analysieren. Und der Dr. Jack Mickler wiederum, dem seine Ehe hat gelitten mit den Jahren, wenn man so will. Und er profitiert von dem Don Juan de Marco, weil er ja so ein leidenschaftlicher Mann ist. Also geben Sie dann gegenseitig so ein bisschen Tipps, der eine aus dem Leben und der andere aus dem Frauenbetören? Es geht schon ein bisschen um das, dass Jung und Alt sich irgendwo ergänzen und eben wieder einen frischen Aufwind können angeben. Zurzeit also im Kino Limelight in Luzern, Don Juan de Marco. Tja, ein Film über Männer, Frauen, Liebe, Sex und Romantik. Und während es jetzt ein paar Ausschnitte gibt, sage ich etwas, was ich schon immer einmal wollte sagen, da ist Don Juan de Marco. It became evident from a very early age that there was something different about me. By the time I was 10, the attraction that females had for me was becoming of some concern to my mother. At the age of 21, I have fulfilled fantasies of men three times my age. My name is Don Juan de Marco. I am the world's greatest lover. Hasta
a costume. He's Don Juan. This kid is severely delusional and believes he's Don Juan. Who wants him? Don Juan. Here's my proposal. 10 days, I will have told you everything you wish to know. What if I don't believe you, Don Juan? And you may commit me for as long as you like. Don Juan is having a distracting influence on the female staff. In his hacienda, there are more nurses on Valium than patients. There are only 4 questions of value in life, Don Octavio. What is sacred? Of what is the spirit made? What is worth living for? And what is worth dying for? The answer to each is the same. Only love. Where were you just now? Down Mexico. Have you never met the woman who inspires you to love until your every sense is filled with her? I've been treating this kid. He thinks he's Don Juan. So who is he really? I don't know. But he's getting to me. But who are you saving? Him or you? Jack, what's going on? I've come to realize that after 32 years of marriage, I'm in love with my wife. You are my angel. And this earth is our paradise. Muchas gracias, señorita. No. Thank you. Thank you. I am the world's greatest lover. Das war schon wieder fast gewesen mit unserer Sendung Szenenfutter. Zum Schluss gibt es wie immer noch einen kleinen Gag. Und auch der kommt während der Sommerferien aus unserem Best-of-Archiv. Vor einigen Monaten haben wir in 10er-Noten unter einem Autopneu untergelegt und haben mit versteckter Kamera beobachtet, was die Leute alles unternehmen, um die 10 Franken unter dem Auto für ihn überzukommen. Das Geld liegt zwar auf der Strasse, aber in unserem Fall leider unter einem Autoreifen. Und wer würde ihr nicht helfen? Unsere Claudia in ihrer hilflosen Situation. Nein, sicher nicht. Wow, es geht noch 5 Minuten. Sie kommen zu schnell. Und es ist eine Zehnernote und der Herr sagt, er möchte das Auto nicht alleine lüften. Und ich setze das Auto lüften? Nein, sie ist zwei. Allerdings sind die beiden Herren noch müssen speziell überzeugt werden. Und wer hat das Auto da reingestellt? Da war da irgendwo in uns. Das ist gerade auf die Zehnernote und muss es fahren. Ja, es ist immer, dass es ihr Sand am Schick. Auch die Mama kann es fast nicht fassen und mittlerweile gibt es einen kleinen Menschenauflauf in der Pistengasse in Luzern. Jetzt hilft nur noch eins, am besten das ganze Auto kippen. Ja, den kann ich glaube auch nicht helfen. Du musst wahrscheinlich warten, bis der Punkt, wo das Auto ist. Sehe ich das Auto? Nein. Aha. Ja. Zähne, hä? Wenn wir mal zusammen probieren? Zusammen. Gut. Okay, wenn wir bei wem auf 3, oder? Ja. Gut. 1, 2, 3. Ja. Ich hoffe, Sie haben es nicht am Rücken. Ja, was wollen wir machen? Also wir probieren zu stoßen. Vielleicht rollt es ja. Hä? Oh. Eins, zwei. Nein, geht nicht. Wie kommt denn die Note da drunter? Ich weiß nicht. Lass uns schnell ein Löffel. Nein, hier schaffen wir. Ja, das wird schon gut. 3 Löffel mehr. Was? Also. Hier, hast du ihn? Nein. There is nothing quite as wonderful as money. There is nothing quite as beautiful as cash. Some people say it's folly, but I'd rather have the lolly. With money you can make.